Hallo meine werte Community und damit herzlich willkommen zu einem schönen Ostersonntagsvideo. Ja, ich bin wieder da für euch, mal persönlich ein kleines Lebenszeichen, um euch einfach fröhliche Ostern zu wünschen und euch einfach, ja, ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern. Ich hoffe, dass es euch gut geht, dass ihr alle ein schönes, langes Wochenende habt und genießt, euch reichlich bescheren lasst und ja, eine schöne Zeit mit euren Freunden, mit eurer Familie habt, ganz, ganz viel Schokolade zu euch nehmt, beziehungsweise euch ein bisschen gönnt und ja, nicht zu viel, weil die Kalorien, die müssen ja auch wieder abgespeckt werden nächste Woche. Und ja, Leute, was soll ich sagen? Ich bin sehr, sehr froh. Das heutige Video, wir haben eine Regelgeschichte zu Ostern und der Dank geht an den lieben Jonas Q. Nur dadurch, durch die Zusammenarbeit zwischen uns, ist dieses coole Video, diese coole Idee entstanden und wir haben uns beide bemüht, wieder unser Bestes gegeben, um euch einfach was Tolles zu zaubern. Ja, Jonas hat sich wirklich die Seele aus dem Leib geschrieben zu Ostern für euch und ich habe mit meiner Wenigkeit natürlich den Rest gemacht. Ich hoffe, dass wir euch damit eine große Freude machen können. Ansonsten ja, Leute, ich wünsche euch eine schöne besinnliche Zeit, langes Wochenende, lasst es euch gut gehen mit herzhaftem Essen, leckeren Süßigkeiten, Schokolade und ansonsten sehen wir uns in den Kommentaren, wenn ich alles beantworte. Bisschen verzögert, denn ich habe mir auch eine kleine Auszeit bzw. eine Pause genommen, da ich privat auch echt viele Dinge nebenbei machen muss. Aber bald sind die Fugen ein bisschen geglättet, alles ist entspannter und ja Leute, ich würde mich über ein Däumchen nach oben zu Ostern freuen, mein kleiner Wunsch. Und mehr habe ich auch nicht zu sagen. Lasst es euch gut gehen, denkt positiv, lächelt, genießt die Zeit, mampft so viel Schokolade ihr könnt, nur nicht, dass es einem schlecht davon wird. Und ja Leute, ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß mit der Geschichte. Auf eine schlaflose Nacht, ihr Bösewichte. Die Leute behaupten oft, dass Ostern religiöser Natur ist, dass es einen christlichen oder heidnischen Ursprung hat. Tatsächlich bin ich hier und erzähle dies, um zu zeigen, dass es etwas anderes ist, als man es sich jemals hätte erträumen können. Ich bin in einer kleinen Stadt in den Vereinigten Staaten aufgewachsen. Meine Heimatstadt ist eine dieser kleinen, malerischen Städte gewesen, die man auf den üblichen, billigen Postkarten findet. Es gab viele Bauernhöfe, einen kleinen, lieblich geschmückten Stadtplatz, der nur aus Kopfsteinpflastern und einem im Sommer plätschernden Springbrunnen bestand und einige fleißige Menschen in einheitlich rustikalen Arbeitsklamotten. Meine kleine Heimatstadt wirkte schon immer wie ein vergessener Schnipselland in einem riesigen, verwuschenen Puzzle. Meine Eltern besaßen einen dieser ärmlichen, unscheinbaren Höfe, der meine Kindheit nur so geprägt hatte. Er lag ziemlich abgelegen von der Zivilisation und man musste schon mehrere Kilometer fahren, um das nächste größere Einkaufszentrum zu erreichen. Im Frühling wuchsen auf den umliegenden Wiesen sämtliche Arten von Stiefmütterchen, Krokusse und Osterglocken. Im Sommer strahlten die saftigen Maiskolben auf unseren gigantischen Feldern, die sich über endlose Weiten erstreckten. Wir Kinder spielten dann immer Verstecken, Fangen und andere Art Spiele zwischen den in der Sonne schimmernden Maisstangen. Die dicken, massiven Kolben schützten unsere Köpfe vor den stechenden Strahlen der Sonne. Und am Boden war es dann immer so angenehm kühl, so dass meine aus Eichenholz angefertigten Schuhe beinahe in dem lockeren Boden versanken. Im magischen Herbst verfärbten sich die Blätter unserer Obstbäume immer in die unterschiedlichsten goldbraunen Farben. Und im Winter legte sich der Schnee wie eine weiche, schützende Decke über das gesamte Land. Ich liebte diesen Ort, als wäre es das einzige gewesen, was ich jemals besitzen sollte. Als hätte die gesamte Erde keinen Wert, außer den Hof meiner Eltern, den Ort, der meine Kindheit malte. Es zeichnete sie in den unterschiedlichsten Farben des Regenbogens. Mit den prächtigsten Pferdehaarpinseln und den kleinsten, aber dennoch auffälligsten Details. Nichts auf der Welt hätte meine kleine, unberührte Seele verletzen können. Es gab nur einen bestimmten Tag, eine bestimmte Nacht im Jahr, die ich bis aufs Blut verabscheute. Die Nacht, die mir die grausamsten Albträume bescheren sollte. Es war die Stunde, in der sich mein Vater das Leben nahm. Auch wenn ich jetzt schon 23 Jahre alt bin, würde ich diesen Tag wohl nie wieder vergessen können. Es war der 9. April, als mich morgens der laute und verzerrt krächzende Schrei unseres alten Hahnes weckte. Ich brauchte eine Weile, bis ich richtig wach wurde und meine müden Beine fühlten sich so an, als hätte ich die Nacht den Everest bestiegen.
Verschwitzt rieb ich mir meine klebrigen, von Schlafsand erstickten Augenränder und rutschte mit meinen Daumen immer wieder in meine tiefen, dunkelblauen Augenringe ab. Meine Augenlider brannten ein wenig und in meiner Schulter steckte ein unerklärlicher, pulsierender Schmerz. Mein Rücken zuckte ein wenig zusammen, als ich mich in meinem Bett langsam aufrichtete und ich ließ meine dicken Zehen behutsam knacken. Ich hörte den warmen Frühlingswind unter meinen verschlossenen Fensterläden hindurchflüstern und eine helle Vorfreude begrüßte meinen noch unberührten Verstand. Es dauerte nur wenige Minuten, bis der mächtige Körper meines Vaters in meinem aus Eichenholz gezimmerten Türrahmen stand. »Psst, Eric, mach dich fertig, Junge. Du weißt ja, dass morgen wieder Ostern ist. Und du weißt auch, dass dein Vater, der alte Osterhase, sich jedes Jahr aufs Neue freut, wenn du ihm beim Ostereier bemalen hilfst. Dir ist ja bewusst, dass ich an dem ganzen Osterzauber und der alljährlichen Häschensache nicht so festhalte. Aber Eier haben wir auf dem Hof ja sowieso genug, mein Junge.« Flüsterte mir mein Vater mit seiner dumpfen, kräftigen Stimme zu. Verschlafen lächelte ich ihm mit einem breiten, gestellten Grinsen entgegen. Mit einem Satz hüpfte ich aus meinem Bett und ließ meine kleinen, zarten Füße in den weichen Kuhhautteppich einsinken. Ich musste mich schütteln, als ein kalter Schauer meine Ohrläppchen erreichte und auf meiner Nasenspitze kribbelte. »Zieh dich schon mal an und mach nicht so viel Krach. Du weißt ja, dass Mutterschlaf heilig ist. Verstanden, du Räuber?« sagte er mir mit halb ernster und halb spaßiger Miene. Eine dicke Falte legte sich über seine gesamte Stirn und seine grauen, dichten Beinhaare zitterten im Wind. Stumm nickte ich ihm zu und schlüpfte in meinen grauen, warmen Pullover, den mir meine Patentante aus Schafsfell zu Weihnachten gestrickt hatte. Auf Zehenspitzen verließ ich das Haus und sofort streifte mir eine kühle Brise durch meine Haarspitzen. Der Morgentau klebte noch auf den grünen Grasstängeln der Kuhweide und ein Marienkäfer zog seine Runden um den kleinen Apfelbaum im Garten. Mein Vater wartete schon in der Scheune auf mich und der Gestank von Kuhmist begrüßte meine von Sommersprossen befallenen Nasenhöhlen. »Na, da bist du endlich, mein Bester. Ich hoffe, dass der Osterhase nicht sauer ist, wenn ich ihm wieder seine Arbeit abnehme. Der faule Kerl könnte meine auf den Feldern gerne übernehmen.« sagte mein Vater, als er die dicken, runden Hühnereier vor sich auf dem Boden sortierte. »Zum Glück glaubst du nicht wie jedes andere Kind in deinem Alter an den Schwachsinn. Weihnachtsmann, Zahnfee, Osterhase oder Sandmann. Das kann uns doch ehrlich gesagt gestohlen bleiben, oder? Die Kühe müssen gemolken werden. Das solltest du wissen, Ricky. Und nicht deine kostbaren Synapsen an solche Fantasiefigürchen verschwenden. So ein Osterviech kann dein Papi dir auch noch spielen.« sagte er und hielt sich zwei dicke Bündel Stroh wie zwei Hasenohren an seinen Hinterkopf. »Ich hoffe, dass du diesen Hof nach meinem Tod mit Ehre und Stolz weiterführen wirst, Eric.« Das Gesicht meines Vaters wirkte mit einem Mal bleich und leblos zugleich. Er blickte erschrocken zu mir hinauf und sah mich mit seinen braunen Augen an. Seine violetten Augenringe gruben sich tief in sein Gesicht und seine gräulich dünnen Haarsträhnen zitterten im Wind und klebten teilweise an seiner Schädeldecke fest. »Ja, ich verspreche es dir, Papa«, flüsterte ich mit zittriger Stimme. Er kam auf mich zu und packte mich an meinen Schulterblättern. Seine spitzen, schmutzigen Fingernägel bohrten sich in mein Fleisch und seine Haut schien sich leicht abzupellen. »Sei immer ehrlich, fleißig und loyal zu dir selbst, Eric. Bleib fokussiert und träume nicht so viel. Das, was du heute hast und im Hier und Jetzt besitzt, zählt. Du klammerst dich an Spielereien fest, mein Sohn. Lege deine Augen auf das wirklich Notwendige. Hast du mich verstanden?« Seine Stimme wurde leicht aggressiv und seine Augen schienen meinen kleinen, zerbrechlichen Kopf zu durchlöchern. Das ist das erste Mal gewesen, dass ich wirklich spürbare Angst vor meinem Vater hatte. Es bereitete mir Sorge, dass er von seinem Tod sprach und seine Worte tätowierten sich in mein Gedächtnis. Ja, Papa«, stotterte ich unsicher und wusste nicht genau, wie ich mit der Situation umgehen sollte. Im selben Moment ließ er mich wieder los und widmete sich seinem alten Schulmalkasten, mit dem er die Eier vor sich bestrich. Der weiche Pinsel hüllte sich wie mein Kopf in die unterschiedlichsten Farben und sämtliche Fragen beanspruchten meinen jungen Geist. Angewurzelt und völlig regungslos blieb ich auf derselben Stelle stehen und beobachtete ihn. Eine Träne lief ihm die Wange runter und ich bemerkte, dass er unzufrieden mit sich selbst sein musste.
Vielleicht bereute er es, dass er seinem Sohn jeglichen Kindheitszauber von Geburt angenommen hatte. Es ist das letzte Mal gewesen, dass ich mit meinem Vater ein Wort gewechselt hatte. Am Morgen des Ostersonntags fanden wir ihn aufgespießt auf einer der Mistgabeln in der Ecke des Stalls. Die Schweine hatten sein rechtes Bein bereits vollständig aufgefressen. Und genau das ist womöglich auch der Grund gewesen, weshalb er es gerade im Schweinestall getan hatte. Womöglich hat er gehofft, dass die Schweine ihn gefressen haben, bevor wir ihn fanden und niemand auch nur im Geringsten davon gewusst hätte, was er getan hat. Jeder hätte gedacht, dass er uns aus Zufriedenheit mit sich selbst verlassen hatte. Aber so kam es dazu, dass wir diesen furchtbaren Anblick der Trauer und des Ekels ertragen mussten. Eine seiner Pupillen war leicht verschwommen und aus seinem halb geöffneten Mund tropfte dunkelrotes, fauliges Blut auf den lockeren Sandboden und sickerte in Sekunden schneller ein. Ein unerträglicher Geruch von Verwesung machte sich auf dem Hof breit und aus seinem Rücken bohrten sich Fliegenmaden empor. Ich hörte unscheinbare Tritte von Ratten, die sich in seinem Mageninneren befinden mussten. Meine Mutter musste sich reflexartig übergeben, als sie seinen leblosen Körper sah, und nur ich bemerkte, dass er ein wenig lächelte. Seine Mundwinkel zogen sich bis zu den Wangen, sodass sein Gebiss zu sehen war, und sein Kiefer hing leicht schräg, als wäre er gebrochen. Ich hockte mich hin und fing an, seinen Mund zu begutachten. Seine Lippe war halb durchfressen und seine Mundwinkel wurden mit flüssiger Schokolade bestrichen, woran sich einzelne Schmeißfliegen erfreuten. Gerade als ich mit meinem Gesicht näher an seins herangehen wollte, zwängte sich ein mit Blut beschmierter Rattenschwanz durch seine breite Zahnlücke hindurch. Eine Hand griff mich an der Schulter und ich fiel zurück. Ricky, was tust du da? Das bringt deinen Vater auch nicht wieder zurück. Ich hörte die von Tränen erstickte Stimme meiner Mutter hinter mir. Dieses Bild brannte sich von diesem Tag an in mein tiefstes Gedächtnis ein. Wenige Wochen nach dem Tod meines Vaters starb auch meine Mutter. Seitdem sie meinen Vater das letzte Mal gesehen hatte, aß sie keinen krummen Brot mehr und starb schlussendlich an starker Unterernährung. Ich begrub sie unter den alten Trauerweiden, wo auch mein Vater lag. Die Jahre vergingen und ich bemerkte, dass ich nun auf mich allein gestellt war. Ich wusste, dass ich dort nicht bleiben konnte und Neues sehen musste. Neues, um das Alte irgendwie zu verdrängen. Ich verkaufte den Hof und alles, was von meiner Kindheit übrig blieb und zog in einen kleineren, idyllischen Ort. Dann lernte ich meine Frau kennen und wir bekamen einen gemeinsamen Sohn. Es gab für mich nichts Schöneres als meine kleine, glückliche Familie. Wie dem auch sei. Wie jedes Jahr im Frühling stand die Zeit um Ostern vor der Tür. Mein kleiner Sohn liebte diese magischen Stunden der ausgelassenen Freude und Glückseligkeit. Ich sah ihm gerne dabei zu, wie er lachend über die Wiesen stürmte und Sonnenblumen sammelte, um sie im Anschluss seiner Mutter zu schenken. Das Schönste jedoch war, wie er sich jedes Jahr auf den Besuch des Osterhasen freute. Auch wenn es mir unwahrscheinlich schwerfiel, wusste ich, dass ich nicht das Recht dazu besaß, Luke den Zauber von Ostern zu nehmen. Ich durfte nicht dieselben Fehler begehen, wie sie mein Vater damals bei mir gemacht hatte. Schließlich hat niemand das Recht dazu, jemand anderem die Freude an etwas zu nehmen, nur weil einem selbst der Zauber an einem ganz besonderen Tag genommen wurde. Mann, Eric, gib dir einen Ruck. Verdräng es einfach. Geh jetzt einfach in deinen Garten und versteck die verdammten Eier unter irgendeinem Busch oder von mir aus auch neben einer Blume. Tu es zumindest für deinen Sohn. Du weißt es selbst am besten, wie sehr sich Luke auf den Osterhasen freut. Du bist echt ein verdammter Versager, wenn dein Sohn morgen aufsteht und nur wegen deinen nostalgischen Anfällen keine Eier im Garten finden würde. Sagte ich zu mir selbst in meinem Kopf. Meine Lippen hoben sich dabei nur ganz unauffällig an und meine großen Hände klammerten sich krampfhaft an der weichen Daunenbettdecke fest. Dicke Schweißtropfen liefen langsam an meiner Stirn hinunter und sickerten behutsam in meine dichten Augenbrauen ein. Mein heißer Atem lag wie ein Nebelschwall in der Luft. Es dauerte eine gefühlte Ewigkeit, bis ich mich schlussendlich doch in meinem Bett aufrichtete und nun direkt an die weiße Raufasertapete meiner Schlafzimmerwand starrte. Das ist nett, dass du das für Luke machst, mein Liebling. Glaub mir, irgendwann, wenn er es versteht, weiß er es sehr zu schätzen, Eric. Ertönte die vertraute, schlaftrunkene Stimme meiner Frau hinter meinem Rücken. Mit einem Mal fühlte ich mich erfüllt und selbstbewusster als je zuvor. Meine Frau gab mir einen Halt, der mir jahrelang nach dem Tod meiner Eltern gefehlt hatte. Glückshormone durchflossen meinen gesamten Körper und mein Gesicht wurde so warm, als wollte man Eier auf meinen Wangen braten. Beherzt setzte ich meine Füße aus dem Bett und gab meiner Frau einen Kuss auf die Stirn, bevor ich runter in die Küche ging. Das Treppenhaus roch leicht modrig und ich hörte, dass draußen ein starker Sturm sein Unwesen trieb.
Das gesamte Gebäude schien unter den Kräften zu beben und der Wind heulte gespenstisch unter den Türschlitzen hindurch. Eine Gänsehaut machte sich auf meinem Körper breit und es fühlte sich so an, als würde eine kalte, knöchrige Hand über meinen Unterrücken streichen. Reflexartig dachte ich wieder an die Worte von Lina und neuer Mut machte sich in meinem Körper breit. Komm schon, Eric, lass dich nicht von der Vergangenheit verunsichern. Denk an das, was du vorhast. Denk an heute. Denk an jetzt. Denk an deine Familie. Redete ich mir immer wieder ein, während ich behutsam einen Schritt vor den anderen setzte. Die Holztreppe knirschte und knarzte unter meinem Gewicht. Ich fühlte mich beobachtet. Beobachtet von einer haarlosen, dunklen Kreatur, die in der Dunkelheit hinter mir lauern musste. Etwas nicht Menschliches. Etwas, was sich an meiner puren Angst erfreute und mir immer wieder meine Vergangenheit in den Verstand rief. Mit den Gedanken nicht mehr anwesend, vertrat ich mich auf einer Stufe und stürzte kopfüber auf das Edelmetall des Geländers. Ein lauter Knall ließ das Geländer erzittern und ein ohrenbetäubendes Knirschen durchzuckte meine gesamte Wirbelsäule. Im selben Moment wurde mir schwarz vor Augen und ich verlor das Bewusstsein. Ich wusste selbst nicht, wie lange ich geistig abwesend war und ob jemand etwas von meinem Unglück mitbekommen hatte. Aber ich wurde von einer mir bekannten Musik aus der Bewusstlosigkeit gerissen. Es war das Lied Mr. Sandman, Bring Me a Dream, was mich wieder zurück ins Leben rief. Ich kannte dieses Lied aus dem Kindergarten. Oft lief es beim Aufräumen oder einfach nur, während wir Kinder mit unseren Autos und Puppen spielten. Langsam aber sicher gewann ich meine Wahrnehmung wieder zurück. Ich befand mich auf der letzten Stufe der Treppe und vor mir lag der weitläufige Gang ins Wohnzimmer. Ein stechender Schmerz durchzuckte meine Knochen und ich sah an mir herunter. Ein blauer Bluterguss machte sich auf meiner Hüfte breit. Ah, so ein Mist. Nun ja, zumindest sind die anderen nicht wach geworden. Und ein Glück habe ich mir nichts gebrochen. Das wäre es jetzt noch. Stöhnte ich, als ich mich langsam aufrichtete. Die Musik war inzwischen stärker geworden und brannte mir in meinen Ohren. Dieses verdammte Lied ging mir nun nicht mehr aus dem Kopf und ich bekam einen Ohrwurm. Ich konnte mir das doch nicht alles nur einbilden. Oder etwa doch? Fragte ich mich selbst, als ich bemerkte, dass ich tatsächlich nicht übergeschnappt war. Die Musik kam direkt aus dem Inneren des Wohnzimmers und im Türrahmen konnte ich das leichte Flackern des Fernsehers erkennen. Ein elektronisches Rauschen folgte der Melodie und im Anschluss waren zwei Leute zu hören, die sich unterhielten. Hey, hey, Bunny! Freust du dich auch so auf Ostern wie ich? Oh, Junge, ja, Chica. Ostern ist doch für Kinder. Für groß und klein. Klein und fein. Was ist das für ein kranker Mist? Ich verstand die Welt nicht mehr. Was war hier los? Beherzt setzte ich einen Fuß vor den anderen in Richtung Wohnzimmer. Meine Hände fingen an zu schwitzen und ich knetete angestrengt meine Finger zu Brei. Ich weiß nicht, was mir den Mut dazu gab, aber ich schaffte es, ins Innere des Wohnzimmers zu blicken. Der Fernseher lief von alleine, obwohl ich ihn vor dem Schlafengehen noch extra abgestellt hatte. Auf dem Bildschirm waren zwei unterschiedliche Kreaturen zu erkennen. Die linke und größere von ihnen trug ein Kostüm, das einem Hasen ähnelte, und die rechte das einer Ente. Es schien so, als wären es Menschen, die man in das Fell eines gehäuteten Tieres hineingesteckt hätte. Hey, Jack, guck dir den mal an. Da beobachtet uns jemand hinter dem Türrahmen. Oh ja, sieht aus wie ein Mensch. Ich zitterte am ganzen Körper. Die beiden Wesen schienen mir direkt in die Seele zu starren und ließen meine Angst nicht mehr los. Ihre Gesichter verformten sich und ihre Stimmen wurden bösartiger und verwandelten sich in ein dämonisches Keuchen. In ihren Augen waren keine Pupillen mehr zu erkennen und die beiden schrien schmerzverzerrt. Aus ihren Mäulern tropfte der Speichel und ich konnte mehrere Reihen von Zähnen erkennen. Ihr Fell war blutbefleckt und ich bemerkte, dass eines der beiden Monster die abgerissene Hand eines Menschen festhielt. Man
nimmt dir deine Erbsünden nicht, wenn du sie nicht selbst begräbst. Wage es nicht, die Bedeutung von Ostern zu zerstören. Wage es nicht, die Bedeutung von Ostern zu zerstören. Mich überkam eine Gänsehaut. Der Fernseher fing an zu flackern und ein starker Windzug durchforstete den gesamten Raum. Die beiden wiederholten den letzten Satz immer wieder und wieder, als hätte sich der Fernseher aufgehangen. Ein monotones Pfeifen stach in meine Gehörgänge und schien mein zartes Trommelfell zu durchschneiden. Ein schmerzerfüllter Schrei entwich aus meinem Mund und ich kniff meine Augen fest zusammen. Komm schon, Eric, das ist nicht echt, das ist nicht echt, redete ich mir immer wieder ein. Im selben Moment schaltete sich der Fernseher wieder aus und eine beruhigende Stille beherrschte den gesamten Raum. Ein monotones Pfeifen ertönte in meinen Ohren und ein eiskalter Atem bedeckte meinen Nacken. Der Raum füllte sich in eine gespenstische Dunkelheit und ein dämonisches Kichern war aus dem Flur zu hören. Mein Gesicht wurde kreidebleich und schwere, mächtige Schritte ließen den gesamten Steinboden erzittern. Das Keuchen verwandelte sich in ein lautes, anstrengendes Stöhnen und die Schritte kamen immer näher. Ich schloss meine Augen und betete. Meine Hände hielt ich krampfhaft gefaltet und dachte für einen kurzen Moment, dass ich in einem schrecklichen Albtraum verstecken würde, der bald enden sollte, als ich im selben Moment ein bösartiges Knurren und Grunzen direkt hinter meinem Ohr hören konnte. Im Anschluss lachte das Wesen hinter mir, so dass mir mein Blut in den Adern gefror. Ich drehte meinen Körper langsam um. Und nun sah ich es. Hinter mir stand ein mächtiges Wesen. Es trug gewaltige Ohren, die bis zur Decke ragten und ein pechschwarzes Fell, das in Fetzen hinunterhing. Der Kopf der Kreatur schien verbrannt zu sein und aus seinem Maul hingen zwei spitze Dolche heraus. Von den spitzen Zähnen tropfte Blut und Speichel auf meine dünnen Wollsocken und ich spürte, wie er an meinen Zähnen entlang lief. Ich fror am gesamten Körper und als das Wesen auf mich zuging, hörte ich spitze Klauen, die einer Messerklinge ähnelten und tiefe Kerben in dem Boden hinterließen. Der Dämon kam immer näher und knurrte leise. Nun fiel mir seine alte Stoffjacke auf. Sie enthielt aufgenähte Flecken und besaß Einrisse an einigen Stellen. Ich ging ein paar Schritte zurück, als ich plötzlich über das Spielzeugauto meines Sohnes stolperte und unsanft auf den Boden fiel. Ich sah, dass sich die Gestalt genüsslich über die Zähne leckte und das Auto unter seinen Füßen zersprang, als wäre es aus Holz. Es näherte sich meinem zarten Gesicht immer näher und näher und ich roch seinen scheußlichen Atem. Es stank nach Verwesung und altem Blut. Ich konnte und wollte es auch nicht beschreiben, aber plötzlich fing dieses Monster zu sprechen an. Seine Stimme war dunkel und ließ den gesamten Raum kälter und kälter wirken. So viele Jahre ist es nun her, und heute sehen wir uns endlich zum ersten Mal, Eric, sagte es zu mir und strich mir behutsam über die Brust. Wolltest du für deinen Sohn auch den Osterhasen spielen, wie es dein Vater immer getan hat? Weißt du, Eric, ich habe ja gehofft, dass du irgendwann zumindest ein wenig kindlichen Zauber an dich heranlässt. Weißt du, dass es den Osterzauber gibt, das ist nicht selbstverständlich. Es gibt Regeln und du hast die meisten gebrochen, wie dein Vater. Dein Vater hat bereits bei mir bezahlt, aber deine Rechnung ist lang, sehr lang sogar. Ich habe ja gehofft, dass die Schweine ihn zerfressen haben, bevor ihr ihn auffinden konntet. Du wolltest mich ersetzen, deinem Sohn die Kindheit nehmen, und du hast nie versucht, die Sünde deines Vaters zu begraben. Ich möchte dir jedoch eine zweite Chance geben, da du nun weißt, dass ich kein Mythos bin. Halte dich an die Regeln, und auch ich werde mich an die Regeln halten. Falls nicht, werden wir uns bald wiedersehen, mein Bester. Nach diesen Worten ließ der Osterhase mich los und verließ schwerfällig den Raum.
Durch das Wohnzimmerfenster sah ich, wie der Dämon noch einmal zu mir hereinlächelte und anschließend im Licht des Vollmondes verschwand. Ich atmete einmal tief durch, bevor mich starke Kopfschmerzen einholten und ich ermüdet zusammenbrach. Ich spürte, dass ich mit meinen Gedanken und Sorgen immer weiter ins Ungewisse fiel und dabei in einen tiefen Schlaf sank. Plötzlich wurde ich von einer vertrauten Stimme aus meinem Tiefschlaf gerissen. Papa, bist du wach? Schlagartig und völlig schweißgebadet wachte ich in einem Krankenhausbett auf. Die Umgebung war sehr steril und um mich herum standen mehrere Leute an Fachpersonal. Mein kleiner Sohn Luke und Lina saßen auf einem Stuhl neben meinem Bett. Schatzilein, zum Glück bist du zu dir gekommen, sagte Lina und drückte mir einen dicken Kuss auf die Stirn. In ihren Augen sammelten sich die Tränen und sie schien sichtlich erleichtert zu sein. Was zum Teufel ist passiert? Fragte ich völlig erschöpft. Du bist gestern Nacht, als du die Ostereier im Garten verstecken wolltest, von der Treppe gefallen. Weißt du das denn nicht mehr? Wir haben uns solche Sorgen gemacht, mein Liebling. Zum Glück ist nichts gebrochen, nur ein Hämatom in der Hüfte. Das ist ja ein schöner Ostersonntag. Papa, wir haben dir Blumen aus dem Garten mitgebracht, damit es dir bald wieder besser geht, sagte Luke und zeigte auf die Vase neben meinem Bett. Reflexartig dachte ich an die 5 Regeln. Pflücke niemals die Blumen, egal wie schön sie auch sind. Luke, bring die Blumen sofort wieder in den Garten. Die gehören doch dem Osterhasen, sagte ich meinem Sohn in einem strengen und selbstsicheren Ton. Ach Papa, komm schon. Du hüpfst doch jedes Jahr bei uns durch den Garten. Denn der große Meister Osterhase bist doch immer noch du.